Machen wir das so, dass wir immer zwei Kühlschränke übereinander stellen. Unten machen wir Früchte hin und nach oben packen wir dann Tomaten und so weiter. Hast du noch Tomaten? Ich habe nur noch nee, also habe ich nicht. Ich habe hier noch Bake Seed, was auch immer das ist. Das wird mein Tier. Das da mit rein. Aber kannst du eigentlich hiermit was anfangen? Ich habe das mal in den Kühlschrank gelegt. Ja, ist auch erst noch, weil ich das kann. Habe ich irgendwas gerade eben gemacht? Ich weiß nicht mehr was. Oh, was die Eier tue ich mal hier hin. Wo habe ich jetzt den her? Ja. Das, was du mir gerade gegeben hast, das tue ich mal. Da steht bei der Korn steht. Tue ich es einfach mal unten zu dem, tue ich direkt zum Korn hin, weil da steht Current Corn, tue ich es einfach zu Korn hin. Okay. Gab's denn nicht eigentlich eine Mikrowelle? Ja. Ja, die ist auch oben. Kommt die mit runter. Das Lagerfeuer wird, ich weiß nicht, ob man am Lagerfeuer dieselben Sachen machen kann wie am Herd. Weißt du das? Was? Lagerfeuer und Herd. Kannst du am Herd mehr Sachen machen oder so? Ich glaube, am Herd kann man mehr Sachen machen. Dann nehme ich ihn aber auch mit da rein, ne? Weil es gibt Sachen, die man am Lagerfeuer machen kann, die man woanders nicht machen kann. Dann kommt das mal mit hier unten hin. Ach, ich tue unten, wo die Früchte sind, auch Kuchen hin. Und die Grapes. Und den Zucker. Oh, du hast nur noch gut, drei Viertel Leben oder so, keine Ahnung. Ja. Den Herd vielleicht ein bisschen zur Seite und das andere, was du gerade eben hattest, auch rein, oder? Diesen Waggon. Ich hab den oben drüber gestellt, das hat auch irgendwie was. Mist, eins zu hoch. Ja, viel, ein bisschen so hoch. Und links kommen die Tische hin, ne? Vielleicht so ein kleiner Tisch mit Stühlen. Frage, ob wir da was zum Essen mit reinbauen, also zum Hinsetzen mit reinbauen oder so ein kleines Esszimmer mal mitmachen. Oh, ich habe ja noch einen Kühlschrank, sehe ich gerade. Ich Idiot. Ich habe ja 4 Kühlschränke. Da kannst du auch noch ein paar Sachen reintun, wenn du willst. Tu auch mal Weizen da so rein. In den 4. Kühlschrank tu mal Weizen rein. Die ganzen Sachen wie Weizen, Kakao. Hier oben? Ja. Ja, ich habe jetzt hier noch. Den Kram habe ich jetzt noch übrig. Ja, genau, den tun wir da rein. Aber erstmal muss das rohe Fleisch, das muss noch raus. Also da machen wir einen so gemischten Kram rein. Ja. Auf diesen Tisch. Jetzt machen wir hier unten noch was zum Hinsetzen rein oder eher so ein Esszimmer? Weiß nicht. Ich bin aber falsch abgebogen. Wie baue ich? Können wir Timber und Holz? Hast du vielleicht noch Timber? Also dieses, was du aus Holzdingern machst? Moment. Das wäre sehr nice. Das sieht doch gut aus. Timber. Ja.
Ja, klar, ja, habe ich, ich glaube 5000. Da kannst du mir vielleicht so 1000 mal geben. Also ein bisschen etwas. Da mal was hingeschmissen da unten. Danke. Ja, ich nehme schon. Ja, okay. Danke. Jo. Oh. Ja, ganz 1000 werde ich wahrscheinlich nicht brauchen, aber danke. Das? Hey, kann ich, das ist was für Fossilien. Darf ich das hier aufstellen oder? Oder sollen wir das hier oben bei der Bücherei aufstellen? Ne, ich würde das dann das daneben mit reinbauen. Hier so? Ja. Oder? Können wir dann da noch einen Raum hin? Also hier, wo ich. Ich würde das hier aufstellen. Wir können das sogar mit einem kleinen Podest bauen, dass du auch einen passenden Boden hast. Also, dass wir dann wirklich, wenn du da. Warte, ich zeig's dir mal. Wenn wir machen das jetzt einfach mal so. Ja, wenn ich mit Holz. Ja, mit irgendwas anderem dann. Irgendwas, was dann ja, so einem fossilen Raum passen würde. Ja, jetzt ist die Frage, ist der Raum groß, ist der Raum klein? Wenn der klein ist, kann er nämlich hier unten drunter. Ich würde ihn schon nach oben tun. Ich weiß nicht, ich würde ein paar Fossilien kann ich auch hier hin tun. Ich muss ja nicht alles, was ich an Fossilien habe, da jetzt reinpacken, aber... Jetzt haben wir in der Küche auch ein bisschen grün, das sieht doch gut aus. Oder? Ja. Guck mal! Moment. Was hast du denn da gebaut? Das würde ich aber jetzt nicht mehr wegtun, das geht sonst kaputt. Also nicht mehr das wegkommen, ja? Das ist sonst kaputt. Ja, dann, ja geil. Das passt super in den Raum eigentlich mit rein. Ja. Und das Large würde ich dann hier hin tun, so. Aber mit Podest halt. Wie du gesagt hast, das war eine gute Idee mit Podest. Ist das dann auch so ein Teil? Ja, aber halt in groß. Geil. Oder sollen wir das nicht mit in den Garten reinstellen, so ein Teil, in groß? Wir haben... Nee, nicht im Garten. Also halt... Ja, aber ich wollte mit auch noch so einen Garten bauen. Ja, wir machen was anderes. Sowas nicht in den Garten halten. Haben wir noch... Was haben wir hier noch für Möglichkeiten? Schlafzimmer brauchen wir auch noch irgendwo, ne? Ja, das machen. Das können wir oben bauen. Das Schlafzimmer kann oben hin, im Turm. Okay, was schlägst du noch vor? Podest. Jetzt. Okay, was willst du am Boden haben? Podest. Jetzt. Könnt ihr hier sowas nehmen? Was so halt so ein Übergang zwischen dem Holzteil und dem silbernen Boden ist. Asphalt. Nee. Was haben wir noch für Blöcke? Oder ich muss eigentlich gar keinen Protest machen, oder? Ja, ich hätte es gemacht, damit das. Ich weiß ja nicht, wie das danach aussieht, das Ding.
Es sieht exakt gleich aus wie das da oben, oder? Hat nur größer. Nein, es hat einen anderen Aufbau. Ja, ich kann den Aufbau jetzt nicht sehen, das ist halt blöd, ne? Das kannst du nicht sehen, du siehst doch, wie es da aussieht. Ja, oder? Das ja, aber es steht dann ein Skelett drauf, oder wie? Ja, ja. Ach so. Halt mit so einem Kasten noch. Warte mal. Ich will mal angucken, was es hier noch für Blöcke gibt. Nee, ich würde sagen, sonst muss man immer springen, ne? Das ist auch ein bisschen blöd, oder? Wieso muss man springen? Du kannst doch einen Block hochlaufen. Haben wir ja hier an der Treppe auch. Ja, okay. Ich hätte hier vielleicht was. Stimmt ja. Warte mal, ich brauch mal das Spring dafür. Immer warten. Ja, Moment, brauchen wir String. Da. Brauchen wir einen von diesen Blöcken. Natürlich an der Werkbank. Was hältst du? Wo ist er hin? Von denen hier. Mach mal. Kann ich gar nicht platzieren. Bisschen weiter links. Ah, ja doch, ein bisschen weiter links musst du das machen. Mach noch mal ein Stück weit, noch ein Stück. Ich würde das machen, dass du hier zwei Blöcke frei hast. Also nach links. Noch ein Stück, ja. Ja. Nee, oder? Sieht scheiße aus, oder? Deckt sich nicht. Ich würde es lassen. Ich würde es einfach ohne Podest machen. Sieht irgendwie kacke aus gerade. Okay. Ist nichts gegen dein Podest, aber nee. Hat mich jetzt nicht so umgehauen. Ist ja selber auch ein Podest. Ja, es war mir halt so das gedacht, damit das halt zum Boden hin, das einen anderen Hintergrund hat. Hat's ja gerade. Ist aber noch nicht fertig. Fehlen noch drei. Ne, also das dürfte ich, glaube ich, nicht dazu packen können. Nein, das passt nicht. Das muss auch alles jetzt vom T-Rex sein. Ich brauche noch drei Stück vom T-Rex. Oh Mann. Das kann noch ein bisschen dauern. Eine Ode für den T-Rex. Ja, ich finde das mega geil hier, auch mit der Bibliothek. Ich feier das gerade voll. Ja. Die Frage ist, wie bauen wir hier weiter? Sollen wir das hier so lassen in so einem Gang und dann so ein Feld bauen? So keinen Gang hier raus? Oder? Nee, wir wollten ein Zimmer bauen, ne? Warte. Wir wollten ja so ein Zimmer bauen. Aus den Übergang durch die Apotheke haben. Zum, ja, genau. Feld. Das heißt, wir können da so einen kleinen Gang erstmal bauen und dann bauen wir eine Apotheke. Das würde ich sagen. Können wir, also kannst du jetzt schon gerne machen. Ich werde allerdings erst in der nächsten Aufnahmesession dabei sein. Hm. Weil es bei mir jetzt gleich Abendessen gibt. Sowohl im Spiel als auch im Real Life. Genau, das passt nämlich gerade sehr. Warte mal, würdest du das Feld auch in der. Also ich würde sagen, das Feld können wir ja mehrere Etagen hochbauen. Oder? Das Feld mehrere Etagen? Ja. Da müssen wir nicht so ewig lang in eine Richtung laufen. Ja, kann man machen. Verstehst du? Verstehst du? Ja, ich verstehe. Ja, dass wir vielleicht mal die Pflanzen so untereinander ein bisschen gliedern können. Genau. Gut gesagt. Oh, das habe ich nie gegessen. Ich habe so eine komische Bonus-Damage. Ah, ich kann Bonus-Damage jetzt machen, wenn ein Kuchen ist.
aus dem unteren rechten Kühlschrank. Toll, jetzt hast du schon den Bonuskuchen gegessen. Ich werde jetzt in der nächsten Folge, in der nächsten Session dabei sein. Und ob Christian weiterbaut, das sehen wir dann einfach gleich. In der nächsten Folge. Ja, nee, nicht unbedingt in der nächsten Folge. Ich weiß ja nicht, wie es geht. Ja, also von daher, bis jetzt einfach nach diesem Cut. Bis später, ciao. Cut, cut, cut. Aufnahme läuft, okay. Dann warte, bevor du startest. Bevor du startest. Läuft ja schon alles. Bevor du startest. Nein. Nein. Okay, bereit. Okay. Folgt mir nicht. Okay, es geht los in 3, 2, 1. Hallo Leute, und weiter geht's nach dem... Ich bin Batman! Nein! Batman! Und weiter geht's nach diesem Cut einfach. Nein, ich war Batman. Ich bin und werde es immer bleiben. Batman! Ja. Wo war ich stehen geblieben? In der Apotheke. Du wolltest sagen, dass ich Batman bin. Nee. Warte mal, hast du nicht gesagt... Ich verbiete dieses Warte mal, ne? Du hattest vorhin irgendwann erwähnt, dass wir hier irgendwas mit Farbe auch machen können. Es gibt so ein Upgrade bei dem Modul, hier bei dem Manipulator kannst du auch Sachen färben. Geht das auch auf Steine? Ja. Aha, das heißt, wir können die Küche mal so richtig weiß machen. Soll ich das mal machen? Kann man auch wieder zurück ändern, ne? Jupp. Okay. Bräuchte, warte mal. Okay, ich bräuchte noch zwei von denen. So, ich gebe jetzt hier drei von den Manipulator-Modus. Hier extra fürs Let's Play. Ich hab feucht. Ja. Also wenn das keine Liebe ist. Sag mal gerade mal gucken, wie ich habe jetzt 12 Stück von diesen Dingern. Warum bist du jetzt. Hä? Warum bist du jetzt. Ja, weil ich hier was wegbringen musste. Ja, ich brauche ich mich extra so zu dir, ne? Und dann bist du. Bist nicht da, wo du da sein solltest. Und das findest du auch noch witzig. Ich brauche noch ein paar davon. Schade. Ich habe die Farbe rot, blau, grün, gelb. Orange, guck mal her. Geil. Mach das mal wieder normal. So, ich hab gelogen, es geht doch nicht wieder normal. Dann könntest du jetzt theoretisch.